So, dann würde ich sagen, wird es Zeit für ein neues Video auf meinem Channel. Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute werde ich eure Kommentare kommentieren, beziehungsweise ich werde auf eure Kommentare reagieren. Ist jetzt nicht so, dass ich die Kommentare nicht gelesen hätte, aber ich finde, dass ihr, also die Kommentarschreiber, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und deswegen möchte ich hiermit eine kleine Serie einführen. Ja, ich möchte jetzt ein bis zweimal pro Woche auf eure Kommentare kommentieren, die halt random unter meinen Videos geschrieben wurden. Könnte da vielleicht für den einen oder anderen ein kleines bisschen Ansporn sein, vielleicht mehr Kommentare zu schreiben, um dann wiederum in den nächsten Videos zu erscheinen. So, also ich würde sagen, wir fackeln gar nicht großartig lange rum, wir fangen an mit dem letzten Video. Und mein letztes Video war das Video, das kann doch nicht sein, kein interessiert. Der Tod. Ja, das war dieses kleine Higher-Lower-Game-Video, was ich einfach mal spontan rausgehauen habe. Was übrigens auch besser bei euch ankam als das Minecraft-Video, also das habe ich wahrgenommen. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz recht herzlich für die Leute, die wirklich am Start sind, meine Videos liken, kommentieren und am Start sind für mich, so finde ich echt cool. Und jetzt fangen wir mal an mit den Kommentaren. So, das erste Kommentar kommt von HunterX5 und er schreibt, kaum geht er ins Gym, zeigt er uns direkt seine Gains. Abgehoben. Und ich wusste erst gar nicht, was er damit meint, deswegen habe ich ihn gefragt, wo zeige ich denn meine Gains? Und dann hat der liebe HunterX5 geschrieben, am Anfang einen auf Kante gemacht, nein Spaß Digi, ballert dir das Testo und das Anabolika und innerhalb einer Woche siehst du aus wie die Hardgainer Crew. Ganz viele Herzes und ein XD. Ich zeige euch jetzt mal, in welche Stelle er damit meinte. Boah, das ist ein echt schöner Kleiderschrank. Und jetzt sage ich euch mal, warum ich das gemacht habe, so wie ich es gemacht habe. Und zwar wollte ich eigentlich, ja, ich habe einfach diesen Schrank angeguckt und beim Schneiden kam mir dann einfach die Idee, das einfach so random einzusprechen. Und dann habe ich halt Slow Motion gemacht und dann habe ich halt meine Schultern so ein bisschen gemacht. Und dann hat das einfach so ausgesehen, als hätte ich irgendwie ein bisschen pushen wollen oder so. Aber das war wirklich absolut nicht meine Beabsichtigung. Aber schön, dass ihr trotzdem Feedback diesbezüglich da lasst. Ist ja kein Problem. So, dann eher ein etwas negativeres Kommentar und zwar von Atomix Mädchen 2. Sorry, aber ich kann mir das nicht mehr geben. Und damit meint er wohl den nicht Mädchen 2 gebundenen Content, der aktuell auf meinem Kanal kommt. Also ich weiß nicht, besser wäre es, wenn man wirklich konstruktiv in die Kritik in die Kommentare schreibt und keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall hilfreicher für mich. So, wenn es das Problem ist, dass ich kein Mädchen 2 aktuell mache und du das deswegen nicht geben kannst, dann schreib das doch einfach so. Wäre auf jeden Fall hilfreicher, weil teilweise fickt ihr schon meinen Kopf. So, GG Mida V schreibt, nur noch Clickbait-Shit hier. Sorry, aber Deabo. Oh fuck, Digga, ich glaube, ich werde schon wieder depressiv, Mann. So, dann gucken wir uns mal eben die Titel meiner letzten Videos an, würde ich sagen. Also wir haben hier einmal das hier am Start. Das kann doch nicht wahr sein, Higher or Lower. Mein erstes Mal Minecraft. Versuche nicht zu lachen. Ja, das ist halt schon ziemlich Mainstream und clickbaitig. Ich weiß ja nicht. Ex-Freundin gleich meine Schwester. Meine Ex-Freundin wächst und hat meine Haare. Eigentlich ist alles schon ziemlich so zu dem passend, was das Video betrifft. Also ich habe da jetzt nirgendwo stehen. Für 5 Euro in den Arsch gefickt oder sowas. Also so komplett random-mäßiges, was komplett bezugslos ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich finde, meine Titel sind absolut in Ordnung. Aber gut, ist deine Meinung und dafür sind die Kommentare da, Bruder. Kein Ding. So, der liebe Juri jetzt Let's Play aka Schrank, aka Ikea, aka Hochglanz, steht auch da im Hintergrund. Juri, altes Haus, Bruder. Was geht ab? Ja, ich schwöre, ich hab dich vermisst, ja? Komm, Juri, guck mal zu, wie ich Video mache, ja? Kannst vielleicht noch ein bisschen was lernen. Spaß. Deswegen kauft über meine Amazon Reflinks ein, sonst wird das hier nichts auf dem Kanal. Jungs, ich kann nicht mal Werbung schalten. Kauft über meine scheiß Reflinks ein, Alter. 260 Klicks und nur einer hat eingekauft. Geht mal nach Hause, Jungs. Geht mal einfach nach Hause, Mann. Depressiv, Mann. Auf jeden Fall Fitness-Videos. Vielleicht werde ich mal ein bisschen über Fitness talken, wie ich dazu gekommen bin und so. Aber erstmal nicht im Gym. Vielleicht ein paar Monaten, wenn ich auch ein bisschen heftiger bin und so. Dann kann man sich ja schon mal erlauben, dazu ein Video zu machen, finde ich. YouMad schreibt, du hast mich am Ende so gekillt. Und das hat er wahrscheinlich bezogen auf ja die Endcard praktisch mit den beiden fetten Typen. Cool, dass sich das unterhalten hat. So. Und dafür mache ich das ja so, dass die Leute, die sowas, ja, die einfach so eine kleine Freude machen, so ein bisschen zum Lachen bringen. Und das ist mir wichtig so. Und ich hoffe, ihr seht, dass ich auch ein bisschen
Arbeit in meine Videos stecke, dass ich die nicht einfach so hinwichse und dass mir das Spaß macht. So, noch ein positiver Kommentar von Roxarius, auch unter dem gleichen Video. Nice Video. Man muss dazu sagen, dass sich natürlich die meisten wegen Metin 2 abonniert haben. Jedoch bin ich der Meinung, dass du auch, wenn einige D-Abos folgen werden, das nicht wirklich schlimm ist. Die Leute, die dich feiern, bleiben. Mach weiter so. Du schaffst das, Bro. Yo, ich liebe dich, yo, Bro. Real Talk aus deinem Mouth. Und noch ein heftiger Kommentar von Rymetz, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, auf jeden Fall. I think it's Rhymes, but okay, man. I know you, bro, I know you, von schon ganz, ganz lange und er kommentiert immer aktiv und so. Bruder, ich liebe dich ohne Flachs, freue mich jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst, weil du einfach eine unnormal lustige Art an dir hast, die ich feier. Aber bei Minecraft bin ich raus, sorry. So, ich kann das übel verstehen. Ich möchte jetzt auch nicht haten von wegen, Digga, die Metin 2 Community, Mann. Ich schwöre, ja, die kommen gar nicht klar, wenn ich mal irgendwie ein anderes Game bringe oder so. Ich verstehe das absolut, wenn der ein oder andere Dude sagt, yo, Minecraft liegt mir nicht, aber ja, keep going, so nach dem Motto. Genauso hier mit iFreiz. Minecraft ist zwar nicht so meins, aber nice Video, Like hast du. Und das finde ich immer noch am geilsten. Das Kommentar hat auch 6 Likes mit meinem eigenen. Ich habe das auch geherzt. Sowas finde ich nice, ja, wenn die Leute das objektiv sozusagen betrachten. Das ist einfach reif und nice. Wie ein leckerer Apfel. Und Marek Bloschek schreibt, geh mal weg mit Minecraft, bring COD, Brudi. Und da sag ich dir was, Alter. Ich will nicht spoilern, aber es könnte in der Tat in naher Zukunft Call of Duty auf meinem Kanal kommen. Aber sag keinen, aber sag wirklich gar keinen. Der KPTV schreibt in die Kommentare, wie wäre es mit Metin 2? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar habe ich in dem Video gefragt, ja, dass ihr Vorschläge und sowas machen könnt zu dem, was ich zocken könnte. Und, Digga, wer weiß, vielleicht kommt ja bald wieder das ein oder andere Metin 2 Video. Und ich habe noch so viele Pläne. Goldene Zähne, Freude, Tränen auf mein Leben. Freunde, das sollte auch nur ein ganz, ganz kleines Video sein. Ich wollte einfach nur ein paar Kommentare kommentieren und vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Wenn euch das gefallen hat, könnte ich das natürlich noch sehr viel ausführlicher machen und mit vielleicht auch ein bisschen krasseren Kommentaren, die vielleicht ein bisschen mehr auch anecken wie ein kleiner Eckert. So ein kleiner Eckert, Alter. Ich schwöre. Keine Ahnung, was ich laber. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und je mehr Aktivität ihr mir zeigt, desto aktiver bin ich auch und desto motivierter bin ich auch, weiterhin Videos zu machen. So. Ja, das war's jetzt. Haut rein, ich liebe euch. Love ya.